Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Cecil. Ja, leider wurde mein letztes Video gelöscht, obwohl ich eigentlich nur den offiziellen Seiten des Robert-Koch-Instituts nachgegangen bin und die Aussagen so ein bisschen ausgewertet habe. Also gar nichts mit Verschwörungstheorie, aber leider ist anscheinend die Demokratie in Deutschland nicht mehr gewünscht. Das finde ich natürlich extrem schade, dass es solche Ausmaße genommen hat und dass nicht nur mein Video gesperrt wurde, sondern auch von unterschiedlichen Wissenschaftlern, Ärzten, und ich finde das wirklich eine Katastrophe. Deswegen gebe ich euch natürlich auch hier wieder die Erlaubnis, nehmt das gerne auf, teilt das sofort, das Video, weil es geht hier wirklich um die Demokratie, dass wir unsere Meinung noch sagen dürfen. Deswegen meine Freunde, ermutige und erlaube ich euch natürlich, das Video hier zu teilen, und wenn dieses Video gesperrt wird, aus irgendeinem Grund, weil heute gehe ich wieder nur nach offiziellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut, dann könnt ihr es gerne auch teilen, verbreiten und hochladen. Auf jeden Fall, sobald dieses Video online ist, teilt es am besten sofort. Was ist die Frage, der wir heute nachgehen? Die Frage ist immer die gleiche. Sind diese ganzen Maßnahmen, dass wir nicht mehr vor die Tür gehen dürfen, die Ausgangssperren, gerechtfertigt? Das ist ja die Hauptfrage, ob das gerechtfertigt ist. Und du solltest dich mal fragen, hast du Lust, dass es bei uns genauso wird wie in Dänemark? Dass der Staat entscheiden kann, okay, wir gehen da jetzt mit Polizeigewalt, Militär oder Security in dein Wohnzimmer, holen dich da raus und zwangsbehandeln und zwangsimpfen dich, ob du es willst oder nicht, ob du Folgeschäden haben wirst oder nicht, das ist völlig egal, wir beschließen das einfach. Wenn du da keine Lust drauf hast, dann solltest du dir dieses Video auf jeden Fall zu Ende angucken, und in diesem Video wird keine Verschwörung, kein gar nichts, ich gehe nur nach offiziellen Zahlen und alles ist unten verlinkt. Und nochmal, bevor wir anfangen, teile das Video wirklich am besten jetzt sofort und guck danach weiter. Also, ich möchte nur Fragen stellen. Das ist kein Video, wo ich irgendeine Aussage treffe, sondern ich stelle nur Fragen. Und sogar Herr Dr. Drosten hat uns ja ermutigt, Fragen zu stellen. Ich zeige euch jetzt einen Ausschnitt, und das ist natürlich ein Ausschnitt. Ich verlinke unten auch den ganzen gesamten Podcast vom 18.03. von Herrn Drosten. Aber in diesem Ausschnitt, den ich jetzt zeige, seht ihr ja ganz genau, auf welchen Grundlagen diese ganzen Sperren basieren. Und ihr seht ganz genau, dass wir ermutigt werden, Fragen zu stellen oder misstrauisch zu sein. Das ist hier wirklich eine Schätzung. Solche Schätzungen, die sind mutig und die können komplett falsch sein und die können extreme Auswirkungen haben am Ende der Modellrechnung. Da hat man dann also eine wissenschaftliche Studie, die sieht extrem kompliziert aus, aber in den wichtigen Stellschrauben ist plötzlich, steht dann plötzlich da, ja, da haben wir einen Experten gefragt und der hat das geschätzt. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Problem an solchen Studien. Ich schicke das jetzt hier vorweg, weil die Zahlen, die dann hinten rauskommen, gravierend sind. Mhm. Das muss man einfach sagen. Das mag schon sein. Also solche Schätzungen würde ich auch anstellen. Und hier steht dann aber auch wieder dabei, das ist basierend auf einer Schätzung eines Professors in England. Es sei denn, man will das akzeptieren, dass man eben diese Situation hat wie in Italien. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht akzeptieren. Aber auch in diesen kleinsten Details liegen natürlich Annahmen. Und habe mir Zahlen immer wieder hin und her angeschaut und kreuz und quer berechnet. In dieser Ausnahmesituation, wenn wir an diese Modellierungszahlen glauben. Es werden immer grobe Annahmen getroffen, also das, man hat ein hochdiffiziles System, aber irgendwo ist dann plötzlich eine ganz grobe Schraube dran und irgendjemand kommt einfach und dreht da mal dran rum, so wie er gerade meint. Also das ist schon komisch mit diesen Modellen, muss man sagen, und man kann da wirklich auch skeptisch sein. Ich glaube nicht mehr, dass diese epidemiologischen Modellierungen so grobe Fehler machen, wie sie die noch vor 15 Jahren oder 20 Jahren gemacht haben, wo es dann hieß, ganz England wird in den nächsten Monaten BSE bekommen, solche Geschichten. Das waren Fehler, die da auch gemacht wurden mit den Berechnungen, mit den Annahmen, und das ist nicht eingetreten. Das hat auch ein bisschen diese Modellrechnung, dieses epidemiologische Modellieren in ein schlechtes Licht gebracht, aber da ist jetzt so viel Zeit vergangen und da ist so viel dazugelernt worden, dass wir einfach sagen müssen als Wissenschaftler, dass wir das ernst nehmen. Und wenn wir das ernst nehmen, die Aussichten sind wirklich verzweifelnd. Es ist wirklich schlimm, was man da unterm Strich draus liest aus dieser Studie, und wir müssen uns jetzt hinsetzen und miteinander sprechen über Möglichkeiten. Dann müssen wir wahrscheinlich regulative Dinge außer Kraft setzen, was Impfstoffe angeht, und schauen, wo können wir einen Impfstoff herbeizaubern, der schon relativ weit entwickelt ist, der vielleicht auch schon mal klinisch ausprobiert wurde. Mhm. Also klinisch ausprobiert wurde für dieses neue Virus noch keiner, aber für das alte SARS-Virus wurden schon Impfstoffe ausprobiert. Da müsste man jetzt mal gucken, was gibt's eigentlich, was liegen von damals eigentlich für Daten vor. Und dann muss man überlegen, wie man es hinbekommen kann, regulative Prozesse in dieser Ausnahmesituation für eine Spezialgruppe in der Bevölkerung vielleicht zu erleichtern. Also die Regularien ein bisschen zu lockern im Hinblick auf, wir nehmen notfalls auch ein kleines Risiko in Kauf, was noch nicht komplett durchgetestet wurde, auf Nebenwirkungen zum Beispiel. Ja. Und für so ein Risiko müsste dann auch der Staat haften. Und das sind alles ganz schwere Entscheidungen und Überlegungen, weil das dann am Ende eben doch viele Personen betreffen würde. Und das ist alles gar nicht ins Reine gedacht. Ich sage das jetzt hier einfach so ins Mikrofon. So, also wir haben selbst von Herrn Drosten gerade gehört, das Ganze basiert auf Annahmen. Und er glaubt diesen Untersuchungen. Aber wenn man denen nicht glaubt, was ist dann? Darf man dann Fragen stellen oder wird man dann gleich überall geblockt? Das ist hier die Frage. Und er hat gesagt, er kann es verstehen, wenn man skeptisch ist. Deswegen stelle ich jetzt einfach mal Fragen und wir gehen jetzt mal einfach die verschiedenen Punkte durch, die wir uns heute angucken. Erstens, aktuelle Zahlen. Wie sieht es jetzt gerade aus? Dann, wie sind die Fallzahlen? Was hat das Robert-Koch-Institut mit den Fallzahlen und der Definition so angestellt? Wie sind denn die Todesraten wirklich mit Corona und nicht nur an Corona? Und dann gucken wir mal diese ganze Verbindung an zwischen Robert-Koch-Institut, Herrn Wieler, Herrn Dr. Drosten, Bill Gates. Was hat das denn auf sich? Gucken wir uns mal ein bisschen an und wir starten direkt jetzt. So, bevor wir jetzt starten, gehen wir einmal die ganz aktuellen Zahlen durch. Ich update jetzt einmal und wir befinden uns hier am 30. März um 23 Uhr abends. Okay, 23 Uhr abends, 30. März, das sind die aktuellen Zahlen. Ich aktualisiere die gleich auch nochmal, bevor wir drüber sprechen. Aber man hat auf jeden Fall beim Robert-Koch-Institut gemerkt, irgendwie gehen die ganzen Fallzahlen hier nicht mehr so richtig hoch. Und auch da war das Robert-Koch-Institut wieder sehr kreativ. Und zwar haben sie ganz einfach Folgendes gemacht. Das seht ihr auch auf der Seite vom Robert-Koch-Institut. Ich denke mir nicht aus oder ich kann auch nicht diese Statistik nachmachen. Das schaffe ich grafisch gar nicht. Deswegen könnt ihr einfach der Quelle nachgehen und hier einmal lesen. Und was man machen kann, um die Zahlen hochzubringen, ist von einer Woche auf die andere einfach mal dreimal so viel Tests zu machen. Und dann werden auf einmal nicht 7
1582 festgehalten als infiziert, sondern 23.820. Und hier beachtet man natürlich auch nicht, wer wirklich krank wird. Also man kann auch positiv getestet sein und trotzdem nicht krank werden. Und jetzt ist noch ein anderer Punkt, der noch dazu kommt. Und das ist wirklich ärgerlich, weil 47% sind falsch positiv getestet. Und auch diese Studie verlinke ich euch unten. Auf jeden Fall kann man sagen, und das sagen auch sehr, sehr viele Wissenschaftler, dass dieser Test nicht sehr zuverlässig ist und sehr sensitiv ist. Das heißt, es kommen einfach viele Falsch-Positiv-Messungen. Das ist ein PCR-Test, also ein Test auf PCR-Basis, wo Falsch-Positive vorprogrammiert sind. Aber davon kann man ja jetzt nicht ausgehen beim Corona, dass alle mittlerweile 160.000 positive Tests fehlerhaft sind. Nee, aber die Hälfte. Das heißt, in dieser gigantischen Zahl hat man einen Großteil Falsch-Positiv, 47%, dann weiß man auch nicht, wie krank oder welche Symptome da sind. Das heißt, du kannst ganz normal hin und her gehen und den Virus in dir tragen, aber du merkst gar nichts. Also dir geht's komplett gut. Und das ist ja auch bei dem Großteil so und das bestätigt auch das Robert-Koch-Institut. Das heißt, wir müssen mal diese Zahl gleich in Relation setzen, wie dramatisch und schlimm die denn eigentlich wirklich ist. Ich meine, hier sieht man für Deutschland 66.000 Menschen infiziert und 616 gestorben. Jeder einzelne Tod ist schrecklich. Egal, ob mit Corona oder durch einen Fahrradunfall, Selbstmord, Herzinfarkt, Krebs, jeder Tod ist immer schrecklich. Deswegen müssen wir einfach gucken, wenn es ein sehr, sehr starker Killer wird, ist, dann würde man ja davon ausgehen, dass er auch Menschen umbringt, die im Saft ihres Lebens stehen, die noch ein starkes Immunsystem haben, die mittleren Alters sind und wenn es wirklich ein sehr, sehr krasser Virus ist, also anders und stärker als alle anderen Coronaviren, die man sowieso schon kennt in den letzten Jahren, dann müsste er auch jüngere Menschen umbringen und nicht nur Vorerkrankte und ältere Menschen. Und deswegen gucken wir uns jetzt einfach mal das Durchschnittsalter an. Herr Wieler sagt es selbst und zwar am 16.03. Die Verstorbenen waren im Durchschnitt momentan 81 Jahre alt. Also Durchschnittsalter der Menschen, die, da kommen wir gleich zu, mit Corona gestorben sind und nicht an, liegt also bei 81 Jahren. Wie ist denn die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland? Die liegt bei 80,64 Jahren. Das heißt, ist es wirklich ein Virus, der auch jüngere Menschen umbringt? Bis jetzt in Deutschland definitiv nicht, weil das Durchschnittsalter war 81 Jahre, also älter als unsere Lebenserwartung im Schnitt ist. Und jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt dazu. Herr Wieler hat es auch selber gesagt, das ist hier keine Verschwörungstheorie, ich kann das Wort nicht mehr hören. Auch Italiens Regierung hat selber gesagt, es werden alle Toten gezählt, die mit Corona gestorben sind und nicht an Corona. Also in Deutschland ist es so, dass alle Menschen, bei denen Covid-19 diagnostiziert wurde, und wenn sie dann sterben, sind es Covid-19-Fälle. Das heißt, wir zählen einfach, das Entscheidende ist das Ergebnis des Tests Covid-19. Da wird nicht unterschieden, ob sie dann Grundkrankheiten hatten oder nicht, sondern im Nachhinein erhalten wir dann die Informationen, ob die Menschen Grundkrankheiten hatten, die verstorben sind oder nicht. Wir melden alle Fälle, die Covid-19-positiv sind und gestorben sind als Covid-19-Sterbefälle. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass wir alle Verstorbenen zählen, dass wir nicht unterscheiden zwischen Corona-Infizierten, die gestorben sind und denen, die wegen des Coronavirus gestorben sind. Und wir setzen das gleich in Relation mit den Zahlen. Also ihr habt selber gehört von Herrn Wieler, jetzt setzen wir es in Relation. Hier auf der Seite wurde Folgendes gemacht von Professor Walter Riccardi. Jetzt könnt ihr hier, das habe ich für euch gemacht, ihr könnt das einfach kopieren, könnt ihr alles selber machen, dann könnt ihr es beim Deutsch-Übersetzer eingeben, dann habt ihr es hier alles auf Deutsch und dann könnt ihr euch das durchlesen. Ich lese es mal ganz kurz vor, weil was interessant ist, ist ja, offiziell werden alle gezählt, die sterben und die dann Corona irgendwelche Viren in sich haben von dem neuen, also Covid. Und sie werden nicht danach bemessen, ob sie daran gestorben sind. Und das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Und Dr. Professor Walter Riccardi, wissenschaftlicher Berater des italienischen Gesundheitsministers, geht dieser Frage nach. Sterben sie wirklich an Corona oder sterben sie nur mit Corona? Und wie drastisch dieser Unterschied ist, möchte ich euch jetzt nochmal ganz kurz, ich habe auch im letzten Video erklärt, das gelöscht wurde. Ich falle jetzt zum Beispiel aus dem 10. Stock auf den Kopf unten, irgendwie überlebe ich trotzdem. Ein Tiger kommt vorbei, beißt mir zwei Beine ab. Ich komme dann irgendwie noch in den Krankenwagen. Der Sanitäter auf dem Weg ins Krankenhaus hat aber leider Covid und niest mir genau in meine Nase rein und ich schaffe es aus irgendeinem unerklärlichen Gründen noch ins Krankenhaus, versterbe dann im Krankenhaus, dann wird mein Blut gemessen und die finden dann Covid-19 und ich komme in die Statistik von den Covid-19-Gestorbenen. Okay, egal wie viel Vorerkrankungen, egal was ich hatte, ich komme dann mit in die Statistik rein. Und deswegen muss man natürlich wissen, wie viele von den Leuten sterben wirklich an Corona und nicht nur mit Corona. Also laut Professor Walter Riccardi, wissenschaftlicher Berater des italienischen Gesundheitsministers, ist die Sterblichkeitsrate des Landes aufgrund der Demografie, die Nation hat die zweitälteste Bevölkerung weltweit und der Art und Weise, wie Krankenhäuser Todesfälle verzeichnen, weitaus höher. Die Art und Weise, wie wir Todesfälle in unserem Land kodieren, ist sehr großzügig in dem Sinne, dass alle Menschen, die in Krankenhäusern mit dem Coronavirus sterben, an dem Coronavirus sterben. Nach Neubewertung durch das National Institute of Health haben nur 12% der Sterbeurkunden eine direkte Ursache für das Coronavirus gezeigt, während 88% der verstorbenen Patienten mindestens eine Prämorbidität aufweisen. Viele hatten 2 oder 3, sagt er. Das heißt, 12%, jetzt aktualisieren wir nochmal. Also es sind jetzt in 4 Monaten weltweit am Coronavirus, nicht mit Coronavirus, 12% von diesen 37.083 gestorben, das sind 4.449. 4.449 Menschen sind an dem Coronavirus gestorben. Und das müssen wir jetzt natürlich vergleichen mit den Leuten, die jedes Jahr an Influenza sterben. Also es sind 290.000 bis 648.000 Menschen. Und das sind 0,6 bis 1,5% der Influenza- oder Grippetoten jedes Jahr. Und das muss man natürlich nochmal mal 3 rechnen, weil wir haben jetzt 4 Monate aufs Jahr hochgerechnet, mal 3. Das heißt 4,5%, was war das jetzt? Ich glaube 1,5 bis 4,5 ungefähr, ich muss nochmal nachrechnen, sind an Corona gestorben. Im Vergleich zu den Leuten, die jedes Jahr an Influenza sterben. So, und um einfach nochmal die Zahlen in Relation zu setzen,
weil man denkt so, boah ey, 700.000 Menschen infiziert, das ist ja ganz schlimm, alle gehen unter, die ganze Welt ist vorbei. Nur nochmal, um die Zahlen in Relation zu setzen. Bei den Influencer-Toten jedes Jahr 290 bis 648.000 Menschen, die daran sterben. Aber es sterben ja nicht 20%, 30%, 40%, sondern es sterben ja nur 0,1%. Das heißt, wie viele Leute sind infiziert rumgelaufen? Da muss man die Zahl mal 1000 rechnen. Das heißt, es laufen jedes Jahr 290 bis 648 Millionen Menschen infiziert rum. Wird da deswegen die ganze Welt abgesperrt? Nein. Wie war es denn 2017 bei uns? 25.000 Tote nur in Deutschland. 0,1% sterben daran. Das heißt, wir hatten in Deutschland, nur in Deutschland, in einem Jahr 25 Millionen Infizierte. 25 Millionen. Wir sprechen jetzt hier in 4 Monaten von 775.000. Wir hatten in Deutschland in einem Jahr, 2017, ungefähr 25 Millionen Infizierte an Influencer. Wurde da die ganze Welt abgesperrt oder habt ihr es überhaupt in den Medien mitbekommen? Nicht wirklich, oder? Und genau das ist der Punkt. Wenn die kritischen Stimmen sagen, Moment mal, aber wir sehen keine erhöhte Sterblichkeit. Wir wissen zwar jetzt, wie der Virus heißt, also das gibt ja verschiedene, so welcher, aber das ist halt im Gesamtbild immer noch nur ein ganz kleiner Teil. Und es ist, wie ich es in den anderen Videos erklärt habe, es ist egal, ob dich jetzt ein Porsche oder ein LKW umgefahren hat, es sind immer noch die gleichen Todesfälle an Verkehrsunfällen zum Beispiel. Aber wir jagen, wir gucken jetzt, oh, wo ist dieser Porsche, wo ist dieser eine Virus, den einen, den wollen wir jetzt haben, aber die Zahlen sind gleich. Und das ist das Argument. Und wenn man hier eine Zahl sieht, oh, es sind 700.000 Menschen infiziert. Ja, okay. Das ist in Relation in 4 Monaten nicht viel. Und wenn wir das auf Deutschland jetzt mal beziehen, da hatten wir die schlimme Grippewelle 2017 und da sind 30.000 Menschen gestorben. Und von einer Ausgangssperre waren wir ganz weit entfernt. Also das hat man nicht so wirklich medial wahrgenommen. Und das waren 25.000 Tote. Und hier sind wir bei 616 Toten insgesamt. Wenn ich von den 616 Toten jetzt auch mal 12% nehme, die wahrscheinlich an Corona gestorben sind, dann sind es 73 Menschen, die an Corona gestorben sind. Wenn ich jetzt die 25.000 Menschen, die an der normalen Grippe in Deutschland 2017 gestorben sind, wenn ich die jetzt mal nehme, durch die 4 Monate, die wir bis jetzt haben, dann sind wir bei 8.333 Menschen, die bis jetzt schon in diesem Jahr gestorben wären. 8.333 in Deutschland. Nur in Deutschland. Gegenüber 73 Menschen, die an, nicht mit, sondern an dem Coronavirus Covid-19 gestorben sind. Das, was ich jetzt hier mache, ist keine Verschwörung, kein gar nichts. Ich rechne nur, das ist nur Mathematik, ich rechne nur die Zahlen aus. Und da fragt man sich einfach, ob Professor Dr. Bakti oder Dr. Wodak oder Dr. Köhnlein oder Professor Karin Mölling oder Dr. Hockerts, ob die alle jetzt total falsch liegen, wenn sie sagen, Moment mal, also ich sehe hier keine erhöhte Sterberate, ich sehe hier nichts, was irgendwie besonders ausschlägt. Das sind ganz normale Zahlen. Das ist eine Variante der Coronaviren, die wir schon lange kennen. Das ist eine neue Art. Aber dass eine neue Art entsteht, das ist überhaupt nichts Gewöhnliches, weil die Viren müssen sich von Jahr zu Jahr verändern. Das ist ganz normal, aber ich sehe jetzt nicht, dass die jetzt hier besonders die Menschen alle dahin raffen lassen oder so. Das sehen wir hier einfach nicht. So, und das ist halt die Meinung von denen. Und das steht da dem gegenüber. Wenn Sie den Test wegnehmen würden, dann wäre das Leben wie vorher. Dann würde hier überhaupt nichts zu sehen sein an der verstärkten Sterblichkeit oder Mortalität oder Erkrankungshäufigkeit. Ist überhaupt nichts zu sehen, ist überhaupt nichts los im Moment. Im städtischen Krankenhaus haben sie jetzt 20 Intensivmedizinbetten aufgebaut und warten jetzt sehr dringend auf die ersten Opfer. Ja, da wird nichts kommen, da bin ich ganz sicher. Sicher? Ja, ganz sicher bin ich da. Und das ist die eigentlich große Tragik an dieser Geschichte. Denn das, was beschlossen wurde, ist eigentlich sinnlos. Nämlich, ganz wichtige Fragen sind jetzt schon beantwortet. Die erste ist, wird dieses Virus nur Gänsefüßchen, ältere Menschen mit Vorerkrankungen, so wie die anderen, normalen Coronaviren oder auch junge Menschen? Und die Antwort ist völlig klar. Der Virologe kann natürlich nicht sagen, ist das Ding nur gefährlich oder nicht. Der kann nur sagen, der ist anders, der ist so, da haben wir einen Test, da haben wir keine Sache. Ist das was Gefährliches? Ansonsten ist das was Gefährliches? Woran will er das erkennen? Das kann er nur erkennen an weiteren epidemiologischen Daten. Das heißt, wenn man beobachtet, wie krank sind die Leute, wie schnell werden sie wieder gesund, sterben mehr als früher. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, um das zu beurteilen, dass man die Daten aus den Vorjahren heranzieht, dass man vergleicht, dass man die Mortalitätsdaten sich anguckt. Wie ist es, wie viele Leute sind an Viruserkrankungen gestorben? Und es gibt sogar ein Monitoring über die wöchentlichen Todesfälle in Europa. Das heißt, für jedes Land aufgeschlüsselt können wir sehen, ob in der vorigen Woche mehr Leute gestorben sind als üblich. Wie sieht das gerade aus? Das sieht sehr milde aus. Es sterben sogar weniger als in den letzten Jahren. Also die Welle, die man sonst hat, die Übersterblichkeitswelle, die immer im Winter kommt, die ist diesmal milder, die ist diesmal kleiner als früher. Das kann man bei Euromomo heißt diese Statistik, kann jeder im Internet nachgucken. Es ist nichts Neues, dass es ein neues Coronavirus gibt. Und im 4. Punkt gehen wir jetzt nochmal auf Professor Dr. Wieler ein. Und ich habe im allerersten Corona-Video am 20.02. schon über die ganzen Verbindungen aufgeklärt zwischen der WHO. Die WHO wird von Bill Gates gesponsert. Wir wissen alle, dass Bill Gates ein absoluter Impfverfechter ist. Also sein Ziel ist es praktisch, die ganze Welt zu impfen. Er ist der Hauptprivatsponsor der WHO. Und somit kann man die WHO natürlich nicht mehr als unabhängig bezeichnen, wenn sie sich von Pharmafirmen und von Bill Gates bezahlen lässt. Weil ohne diese Firmen würde die WHO nicht überleben können. Und es ist ja auch nicht so, als wenn wir die Schweinegrippe nicht schon gehabt hätten, wo das Ganze schon
mal eins zu eins wirklich schon mal so durchexerziert wurde und wo die Pharmaunternehmen dann 18 Milliarden Gewinn gemacht haben durch diese ganze Schweinegrippe-Geschichte und im Endeffekt waren die ganzen Staaten dann da mit ihren ganzen Impfungen und mussten alles im Heizofen verbrennen. Also so, das ist ja nicht so, als wenn das nicht schon mal eins zu eins da gewesen wäre. Und das ist ja auch nicht so, als wenn selbst der Bundestag und die Johns Hopkins mit Bill Gates, habe ich alles im ersten Video erklärt, als wenn die solche Szenarien nicht schon alle nach perfektem Drehbuch schon alles durchgeplant haben. Es ist ja nicht so, als wenn das jetzt so ganz noch nie da gewesen auf einmal passiert ist und alle sind ganz überrascht. So, das heißt, um kurz zu machen, Bill Gates offiziell sponsert die WHO. Bill Gates möchte Impfstoffe in der ganzen Welt am besten allen Menschen verkaufen. Das ist offiziell bekannt, das bestreitet er auch nicht, das sagt er in allen seinen Vorträgen. Die WHO hat jetzt diesen Notstand ausgerufen bei diesen Zahlen, die ja am Anfang noch gar nicht so schlimm waren und es war am Anfang erstmal eine ganz normale neue Art von Coronaviren, was jedes Jahr passiert und dann müsste man erstmal die epidemiologischen Untersuchungen abwarten und erstmal gucken, okay, verhält sich diese Art von Virus jetzt anders als die anderen Coronaviren? Wie dem auch sei, hat man nicht gemacht. Was ist jetzt dabei rumgekommen? Ich hatte es im letzten Video schon gezeigt, das wird auch nirgendwo bestritten oder so, sondern Dr. Drosten sagt selber, von wem wird er mitfinanziert? Von Bill Gates. Wir verdienen keinen Cent, im Gegenteil, wir zahlen sehr viel drauf und dieses Draufzahlen, das passiert zum Teil aber zum Glück unterstützt durch öffentliche Forschungsmittel von der Europäischen Union und neuerdings auch von der Bill Gates Foundation, Bill und Melinda Gates Foundation. Und jetzt hat aber noch ein kleines Rädchen gefehlt, da habe ich gedacht, okay, Robert-Koch-Institut, der Wieler, der setzt sich da auch so ein, was ist denn mit dem los? Bin so ein bisschen hier alles durchgegangen und habe auch nochmal gefunden, dass er hier in einer bestimmten Organisation ist. Dann habe ich gedacht, okay, Mitglied seit 2017, International Association of National Public Health Institutes. Habe ich gedacht, okay, alles klar, das google ich jetzt mal, was ist denn das wieder? So, und dann bin ich auf die Seite ziemlich schnell gekommen und habe dann hier auch sofort festgestellt, wer sponsert diesen Laden? Rockefeller und natürlich auch mal wieder Bill Gates und Melinda Foundation. Okay, also wir sehen, ohne dass ich jetzt irgendwas reinspekuliere, wir sehen, die WHO wird gesponsert von Bill Gates. Bill Gates will die ganze Welt am besten impfen. Auch Herr Dr. Drosten wird gesponsert von Bill Gates. Die WHO hat den internationalen Notstand, Pandemie-Notstand ausgerufen und Dr. Wieler ist auch hier in Organisationen, die ebenfalls von Bill Gates gesponsert werden. So, ich möchte da nicht in die Zukunft was vorausnehmen. Dieses Video ist 0,0 Spekulation, es ist 0,0 Verschwörung, es ist gar nichts. Aber wir können mal in Zukunft beobachten, wer denn so an den Impfstoffen beteiligt sein wird. Und dann wissen wir auf jeden Fall mehr. Schauen wir uns das an, wie das alles verläuft in nächster Zeit. Und das war es erstmal für heute. Und teilt natürlich dieses Video. Ich werde jetzt öfter und kürzere Videos machen, immer wieder mit neuen Updates, weil ganz einfach, wenn ich jetzt auf einmal, obwohl ich nur nach den Fakten gehe, immer meine Videos gesperrt bekomme und ich an so einem Video 2,5 Tage sitze, dann mache ich lieber kürzere Videos immer wieder. Ich glaube nicht, dass ich, wenn ich einfach nur Fakten ausspreche, ohne Verschwörungstheorie, ich glaube nicht, dass die mir jedes Video sperren, kann aber natürlich sein. Deswegen kommen jetzt öfter Videos, kürzere Videos und ich halte euch immer auf dem Laufenden. Aber was ist wichtig, für die Demokratie zu kämpfen, dieses Video zu teilen, ladet es euch runter, sollte es gesperrt werden, sollte es weg sein, habt ihr von mir auf jeden Fall die Erlaubnis, es zu vervielfältigen. Und da wir von den Öffentlich-Rechtlichen, wie zum Beispiel der ARD, die Empfehlung bekommen, es gibt keine ungesunden Nahrungsmittel, wir können alles essen, was wir wollen, auch Pommes. Eine doppelte Portion Pommes reicht für genug Vitamin C. Also das wird da wirklich gesagt. Also es wird wirklich offiziell gelogen, weil zum Beispiel die DGE, worauf wir sonst immer alle hören, sagen ganz deutlich, naja, natürlich gibt es tausende Studien, die natürlich zeigen, dass es gesunde und ungesunde Nahrungsmittel gibt. Also ihr werdet da draußen ja verarscht. Das ist ja offiziell, weil das kann ich jetzt auch ruhig sagen, weil es ist einfach gelogen. Aber wenn ihr jetzt trotzdem mit den ganzen Zahlen so viel wirklich jetzt, also wenn ihr jetzt wirklich Angst habt vor dem Coronavirus oder denkt, ja okay, aber ich kenne irgendwelche Personen, die sind älter oder so, genau in dieser Zielgruppe und so, was ich machen würde, und das ist keine Empfehlung, das ist nur das, was ich machen würde. Ich würde natürlich dafür sorgen, dass ich mich gesund ernähre, dass ich genug Mineralstoffe und Vitamine aufnehme. Solltet ihr Angst haben, dann blende ich euch jetzt noch vom ersten Video, vom zweiten Video, vom dritten Video die Passage ein, wo ich erkläre einfach, was ich machen würde, um mein Immunsystem zu stärken. Weil wenn man Krankheitserreger von außen hat, dann ist es natürlich logisch, dass das Immunsystem besser werden muss, damit man leichter mit Krankheiten fertig wird. Okay, blende ich euch noch ein. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Jetzt kürzere Videos immer und teilt dieses Video auf jeden Fall. Okay, bis dann, euer Coach Cecil. Ich sorge nämlich dafür, dass das gestärkt wird, was in diesem ganzen Fall natürlich in den Medien und von der Politik nie gesagt wird. Und zwar, ich stärke mein eigenes Immunsystem, weil das in meinen Augen das Logischste ist, was man machen kann. Natürlich sage ich euch, bleibt zu Hause, achtet auf alle Hygienemaßnahmen, macht das alles, haltet Abstand, tragt den Mundschutz, desinfiziert euch die Hände am besten nach jedem Essen, nach jedem Anfassen, fasst euch nicht mehr ins Gesicht. Okay, das sage ich alles. Aber für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, einmal die Stressreduzierung. Das heißt, uns nicht verrückt machen zu lassen und uns nicht gegenseitig fertig machen zu lassen in so einer Zeit. Und dann natürlich gesund ernähren. Wir gehen raus, machen Hamsterkäufe, kaufen nur Toilettenpapier und Nudeln. Ich meine, von den 570.000 Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen ist die offizielle Zahl 70% ernährungsbedingt und stressbedingt. Also ich meine, da dann nur Nudeln zu kaufen, ist vielleicht nicht das Schlauste. Und nur Toilettenpapier zu kaufen, ist vielleicht auch nicht das Schlauste. Ich glaube, wenn jeder von euch hinfallen würde und mit dem Ellbogen in einen Haufen Hundekacke landen würde, dann würdet ihr das auch nicht mit dem Toilettenpapier wegwischen, sondern ihr würdet vielleicht mit einem nassen Lappen euch da waschen. So, und das heißt, im Zweifelsfall, wenn jetzt wirklich so eine Quarantänesituation ist, dass ihr einfach einen Monat nicht mehr raus könnt, dann kann man im Zweifelsfall auch den Hintern richtig abwaschen, nämlich nicht nur mit Toilettenpapier, sondern mit dem Schwamm. So, aber wie dem auch sei, ich schütze mein Immunsystem und das mache ich mit Vitamin C
Ihr habt ja die Berichte wahrscheinlich gelesen, nach China wurden 50 Tonnen Vitamin C geschifft und da gibt es einige Untersuchungen, habe ich in den letzten Videos erklärt. Ich nehme auf jeden Fall Vitamin C. So, es muss für mich nicht intravenös sein, 20 Gramm, nein. Wenn ich den Coronavirus nicht habe und einfach nur mein Immunsystem am Gang halten will, dann nehme ich halt viermal am Tag, weil man nicht so große Mengen aufnehmen kann, an Vitamin C. So, und kann man damit verhindern, dass man ein Coronavirus bekommt? Nein, natürlich nicht. Es gibt auch keine Studie, dass ich Vitamin C nehme und angenießt werde mit dem Corona-neuen SARS-2-Virus und dann es nicht bekomme, weil ich Vitamin C nehme. Das ist natürlich Quatsch. Das ist so ein typisches Strawman-Argument, das hat auch nie jemand gesagt. Vitamin C sorgt dafür, das ist im Kampf gegen Viren halt effektiv, dass du vielleicht gar nichts merkst oder vielleicht weniger merkst oder dass die Krankheitsdauer verkürzt ist. Aber das ist nur das, was ich mache. Das ist keine Empfehlung an euch. Ich sage nicht, dass ihr damit irgendwas bekämpfen könnt. Ich mache es, um mein Immunsystem zu stärken. Ich höre da nicht auf die ARD, die sagt, eine doppelte Portion Pommes bietet 20 Gramm Vitamin C und deswegen ist das reicht das für euch? Nein. Da bin ich komplett anderer Meinung. Zusätzlich hat Vitamin C noch eine super Wirkung, was die Kollagensynthese angeht, was auch sehr wichtig in der Kreislaufprävention, also dass eure Arterien gesund bleiben, sehr wichtig ist. Was nehme ich noch? Vitamin D natürlich. So, weil einfach gerade jetzt während der Zeit, wo wir zu Hause bleiben müssen, ist Vitamin D, boah. Also 90% von uns in Deutschland sind sowieso nicht gut abgedeckt. Vitamin D hat so einen krassen Einfluss aufs Immunsystem. Und deswegen ist Vitamin D in dieser Zeit jetzt, also in meinen Augen, ein definitives Muss. Aber das könnt ihr auch selber entscheiden, wie ihr das macht. Dann für mich natürlich Glutamin, nehme ich auch jeden Tag einfach, ist eine Aminosäure und ist Hauptbestandteil der weißen Blutkörperchen, was auch in der Immunabwehr sehr gut ist. Zink, auch Zink ist schon bekannt, könnt ihr auch einen Bericht, packe ich euch auch drunter von Dr. Erik Berg, der erklärt das auch ganz genau. Wie auch jetzt eine veränderte Form auch in dieser Corona-Phase eingesetzt. Ich schicke euch das runter, ihr braucht aber nicht. Diese Zink ist einfach gut fürs Immunsystem, deswegen nehme ich das auch. Dann Beifuß, Artemisin, kann man als Pulver, kann man auch als Tee. Dann habe ich Grüntee, den ich nehme mit ECGC, auch sehr, sehr gut fürs Immunsystem. Dann habe ich Omega-3, weil was ist gefährlich in einem Körper? Entzündung. So, und gerade das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis ist in Deutschland auch eine Katastrophe, also 15 bis 20 zu 1, ganz, ganz schlimm. Und deswegen ist Omega-3 einfach mega wichtig. Und wenn ihr nicht dreimal die Woche irgendeinen Wildfangfisch isst, der selber noch Algen isst, dann, also dass ihr dann genug Omega-3 habt, ist eher sehr, sehr unwahrscheinlich. Und deswegen ist natürlich gerade bei Entzündung, gerade bei allen Zivilisationskrankheiten, egal was, zählen immer die Entzündung mit. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Und dann nehme ich eine Multivitamin, einfach nur um safe zu sein. Weil ich habe euch schon öfter mal Ernährungspläne vorgestellt, jetzt so Beispielpläne. Und da hat man immer gesehen, so, alles klar, irgendwie, keine Ahnung, B3 oder so oder irgendein Vitamin oder irgendein Mineralstoff ist auf einmal, obwohl man Kilo Gemüse isst und obwohl man Fisch isst und das ist, auf einmal ist das wenig. So, und einfach um so eine Rundumabdeckung zu haben, sage ich noch, egal, nehme ich noch eine Kapsel Vitamin, Multivitamin dazu. Weil jetzt auf einmal wollen ja alle, dass du dein Geld sparst. Also wir zahlen ja Steuern und Steuern und Steuern und dann haben wir hier noch Abgaben und wenn wir dann erben, dann müssen wir darauf noch Steuern zahlen und wenn wir unser eigenes Geld sparen, müssen wir auf unser eigenes gespartes Geld auch noch Geld zahlen, also Steuern zahlen und so weiter und so fort. Aber jetzt wollen alle, die ganzen Medien wollen, dass man unbedingt keine Nahrungsergänzung nimmt. So, da sage ich, okay, alles klar, ich gebe mal die 20 Euro, 30 Euro oder auch 40 Euro für mich aus und mache das für mich. Ihr müsst das natürlich nicht machen, könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Ich schreibe euch auf jeden Fall rein, was ich nehme. In der Beschreibung ist keine Empfehlung. Genau, und das war's für heute. Ein bisschen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Also für mich, ich bin baff, also ich bin wirklich baff, so über die Entwicklung und über das, was gesagt wird und auf welchen Fakten diese ganzen Empfehlungen sich stützen. Und schreibt einfach mal rein, ob ihr wirklich jetzt da auch seht, das sind alles Fake News, Wissenschaftler oder ob ihr sagt, das ist ja hier irgendwie, irgendwas läuft komisch hier. Könnt ihr einfach mal unten reinschreiben, aber immer respektvoll bleiben natürlich. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Unbedingt nochmal dran erinnern, teilen, teilen, teilen. Teilt es wirklich überall in der WhatsApp-Gruppe oder überall. Und liked natürlich gerne das Video, das war wieder sehr viel Recherche. Ich habe euch alles unten reingepackt. Teilt es gerne, liked es gerne und abonniert natürlich den Kanal, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Bis bald, euer Coach Cecil.